Herzlich willkommen, wieder einmal ein neues Video aus unserer Home Juggling Videoreihe. Heute ist das Thema der Shower. Ein bekanntes und beliebtes Jongliermuster. Selten ein Comics, das einen Jongleur abbildet, das ein anderes Muster als den Shower verwendet. Wir kennen ja die Showerwürfe schon, aber hier bei dem Shower kommt noch ein anderes Element dazu. Dieses schnelle Übergeben von einer Hand zur anderen nennt man einen Sippwurf. Der ist Bestandteil beim Shower, denn nach dem Showerwurf wird der Ball mit einem Sippwurf wieder in die werfende Hand übergeben. Showerwurf, Sippwurf, Showerwurf, Sippwurf. Ja? Also, das ist jetzt nicht besonders schwer. Man sollte aber vermeiden, dieses Übergeben zu machen, ja? Sondern wirklich sich ein bisschen mit dem Sippwurf beschäftigen, dass da ein bisschen Druck dahinter ist. Das gibt mehr Sicherheit. Die Übung mit zwei Bällen, die ist bekannt. Viele Erlebnisse habe ich bei Workshops in Schulen, wo dann die Kinder vor mir stehen und sagen, Herr Jongleur, ich kann jonglieren mit zwei Bällen, ich kann jonglieren. Das schaut dann so aus. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Sippwurf hier schön haben. Am Anfang kann man üben Schauerwurf, Sippwurf. Schauerwurf, Sippwurf. Schauerwurf, Sippwurf. Ja, schön gemütlich. Aber das Ziel wäre, dass beide Würfe ziemlich gleichzeitig passieren. Also so, hepp, hepp, hepp. Das ist relativ schwierig. Da muss man sich ein bisschen annähern. Also in dem Sinn werfe ich Schauerwurf, Sippwurf, Schauerwurf, Sippwurf, Schauerwurf und probiere, dass ich da ein bisschen schneller und zum Schluss, wenn es geht, gleichzeitig werfen kann. Das wäre toll. Denn wenn ich das gelernt habe, kann ich eigentlich den Shower schon. Obwohl, das möchte ich dazu sagen, es gehört schon eine Übung dazu. Ich beginne mit zwei Bällen in der einen Hand, werfe den ersten Ball los und wenn der erste Ball seinen Totpunkt erreicht hat, beginne ich einfach mit dieser einen Bewegung. Hepp, 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 hepp. Also genau dasselbe, was ich mit zwei Bällen geübt habe. Nur jetzt immer, wenn ein Ball oben ist, diese eine Bewegung. Tack, 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 tack. Das ist ein bisschen unrhythmisch und wenn man das locker jongliert, wird das nicht wirklich gleichzeitig geworfen, sondern dann ist es mehr so. Das ist der Shower.